Hallo Leute, ja, wir sind hier in der Miesmietschaft und das sind schon mehr wie 2 Jahre hier. Ich weiß gar nicht, sind es noch länger wie 2 Jahre? Eins, zwei, ja, über 2 Jahre wahrscheinlich haben wir eine Mieswirtschaft hier am Laufen. Das hat uns hier richtig runtergezogen und das sieht gerade nicht gut aus. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir es gar nicht schaffen können. Wir können jetzt noch maximal schaffen, dass wir die Ausgaben erstmal minimieren. Zum Beispiel Instandhaltung ist ja eine Riesensumme, 600.000 fast. Vorher sehen wir hier, wir schaffen gerade mal ein Plus von vielleicht 100.000 mit den Betriebskosten und den Einnahmen. Das ist viel zu wenig. Also wir müssen 500.000, fast 600.000, 500.000, ja, das sind 100.000, doch 500. 493.000 Betriebs- und Instandhaltungskosten müssten wir eigentlich reduzieren. Da ist ein ganz großer Batzen drinne und das ist, glaube ich, fast unmöglich, weil ja, wir werden schauen, ne? Gucken wir mal wieder auf dem Großbildschirm weiter. Also das, was ich schon überlegt habe, das ist hier, wir haben ja Depots am Laufen, die kosten 320, aber das ist im Endeffekt ja auch nicht die Welt, ne? Strecken, was haben die Unterhalt? 176 hier, glaube, ne? Also da können wir definitiv als einziges was machen. Und ja, ich werde jetzt rigoros erstmal hier abreißen, schauen, dass ich sowas wie das hier, wenn das 320 kostet, dann müssen wir das definitiv abreißen. Wenn natürlich die Strecke 670 das Stück kostet, dann können wir da viel Geld sparen, wenn wir da viele Strecken abreißen, die wir gar nicht brauchen. Da müssen wir mal gucken, ne? Das ist zum Beispiel auch, was kostet eine Straße? Weil die Straße, die hier jetzt zum Beispiel liegt, die haben wir ja auch überholt, ne? Ja, die kostet nur 240. Das ist hier der Feldweg, ist kein Unterhaltskosten. Aber selbst Kleinvieh macht auch Mist, ne? Oder wie war das? Also ich werde das jetzt mal so machen. Jetzt holen wir den Bagger raus. Erstmal hier den Bagger vielleicht. Und das brauchen wir ja definitiv nicht, ne? Obwohl, warte mal, ich glaube, wir müssen hier die Abdeckung lassen, sonst ist die Burg nicht drinne, weil ja, das müssen wir so ein bisschen lassen. Aber das kostet uns natürlich auch wieder Geld, das Abreißen, ne? Aber ich würde es jetzt tatsächlich so machen wollen, einfach aus dem Grund, weil anders funktioniert das gerade gar nicht. Das können wir bis dahin abreißen, weil den, obwohl der ist, glaube ich, noch drin, wenn, macht das auch weg. Ja, das passt. Jetzt gehen wir mal noch hier unten, weil hier, aber nee, hier sind die Straßen automatisch gesetzt von den Städten, die brauchen wir nicht abreißen. Müssen wir gerade gucken, hier unten wahrscheinlich nicht, bei Dingens ist auch unsere eigene Straße, ne? Hier, das ist auch unsere eigene Straße. Die machen wir auch mal gerade weg. Weil die brauchst definitiv auch nicht. Jetzt gehen wir hier hin, hier ist es nämlich genauso. Hier haben wir ja definitiv auch Straße, die wir nicht mehr nutzen, weil da fahren ja keine Kutschen. Und dann machen wir das mal hier schick so. Hier ist die Straße so angeschlossen. Das haben wir nicht gebaut. Hier zur Burg. Ne, doch nicht. Bei der Burg geht es auch so rum. Hier mal kurz gucken. Ne, ne, das ist auch automatische Straßen gewesen. Das sieht alles. Hier ist auch Straße, die keiner braucht. Da fährt auch niemand mehr lang. Die können wir auch abreißen. Hier zum Hafen müssen wir. Ja, das lassen wir so. Könnten das Stück abreißen. Und das Stück abreißen. Ja, jetzt hat er doch den Bahnhof weggemacht. Aber liegt noch drin. Passt. Die Haltestelle wurde ja auch nicht angefahren, also kostete die auch Geld und da sind, ne, brauchte sie auch nichts unbedingt.
Ja, hier mal leider auch so eine Geschichte, die vielleicht vollkommen über ist. Wie haben wir hier oben Kutsche mit? Ah ne, warte mal, wo waren wir? Hier müssen wir hin. Hier haben wir also was auch gebastelt, ne? Fährt jetzt auch ein Zug, kann auch weg. Hier beim Bahnhof ist schon fast alles nicht mehr unsere Straße. Das können wir auch so lassen erstmal dann. Hier waren wir schon, ne? Ja. Da sind wir gerade gewesen. Hier oben fährt eine Kutsche von da nach da, aber keine Kutsche von hier nach da. Ja, die Kutsche da vielleicht auch gar nicht sinnig ist. Ah, das müssen wir auch noch abreißen. Komm, das geht gleich auch mit weg. Da waren wir. Hier fahren noch Kutschen. Das heißt, die Straße bleibt. Hier haben wir das wohl schon mal gemacht. Weil ich glaube, erst hatten wir hier eine Straße, ne? Aber fliegt erstmal weg. Und fliegt auch weg. So. Wir waren hier. Sind überall durch mit der Straße. So, jetzt ist der nächste Punkt. Schauen wir. Ja, nochmal, das war vielleicht hier jetzt auch sowas abreißen. Weil das ist jetzt das Einzige, was wir rigoros machen müssen. Weil es anders gar nicht funktioniert. Haben wir hier denn ein Dingens? Ne, hier, wo ist denn der? Ne, die muss. Ne, hier ist kein Dingens. Haben wir, glaube ich, eben schon abgerissen, ne? Ja. Ist also auch erledigt. Das ist die Frage, ob sich das hier überhaupt lohnt mit der Kirche. Hier der Lokschuppen kommt auch erstmal weg. Das sind gerade Kosten, die wir vielleicht einsparen können, um die Hoffnung zu haben, dass wir es doch noch hinkriegen, ne? Das können wir minimieren. Ist hier noch was? Nein. Da ist alles safe. Achim ist auch alles gut. Neubrandenburg war hier. Kommt auch weg. In Gütersloh haben wir da das Zugdepot. Ich glaube, hier hatten wir auch noch irgendwo eins. Genau, das ist das Fahrzeugdepot. Das kommt auch weg. So, wie geht's hier weiter? Na, hier irgendwo noch ein Fahrzeugdepot. Ja, da. Fliegt auch weg. Hier haben wir alles aufgeräumt schon, ne? Ja. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Hier unten zum Beispiel sind Ausweichen. Und der Zug braucht keine Ausweichen momentan, weil wir das ja umstrukturiert haben. Hier fährt er jetzt nur ein Zug. Die Haltesignale können auch weg. Was kosten die denn? Kosten keinen Unterhalt. Auf jeden Fall steht hier nichts dran. Nur 750 steht da dran. Okay. Ich hoffe, das funktioniert so. Das kommt auch weg. So läuft es erstmal. Die Ausweiche müssen wir, glaube ich, lassen, damit der Zug da reinfahren kann, wenn der auf den anderen wartet. Die kann auch weg.
Shit, da hat's einen erwischt. So, wieder ein Teil leider bauen. Ah, nee, das ist mir jetzt gerade hier nicht so möglich, weil dann baut er glaube ich auch nicht die Dingens ab. Ach, jetzt habe ich hier wahrscheinlich den Fehler gemacht, da gibt es keine Ausweiche mehr. Dann ist das gerade so. Die baue ich jetzt nicht wieder hin. Gut, das haben wir. Hier wird es keine Ausweichen geben. Hier sollte es auch keine Ausweichen geben. Und hier, ja, hier müssen wir mal gucken. Diese sparen wir ein. Hier haben wir auch so viel Schönes gemacht, das müssen wir auch ändern. Das nehmen wir hier weg. Schön gedacht, aber machen wir jetzt gerade nicht mehr. Hier nehmen wir die Verlängerung weg. Ah, hier ist auch doof eigentlich, aber da kommen wir jetzt nicht drum rum. Das lassen wir so. Warte, dann müssen die Signale auch weg. Das steht da. Das steht da. Hier sind zwei. Ich lasse diese Laube da. So. Hier nehme ich die weg. Die bleibt leider. Das bleibt auch. Hier kann weg. Ah, wieder eine erwischt. Ah, das Signal da weg. Hier kommt das auch weg. Das Signal muss weg. Hier können auch Ausweichen weg. Diese. Weg. Und hier, wo ist da die nächste Ausweiche? Da ganz hinten. Das heißt, ich mache mal hier vorne das weg. So. Ich glaube, hier fahren zwei Züge. Das heißt, hier muss eine Ausweiche bleiben, aber bestimmt nicht so viele. Hier machen wir die weg. Das sieht dann gut aus, der kann warten, wenn einer dahin fährt. Ja, ja, hier müssen wir glaube ich so lassen. Da lassen wir das auch. So, und hier muss man jetzt definitiv überlegen, ob man diese Strecke komplett irgendwie wegnimmt. So, das heißt, die können nämlich oben rumfahren. Das ist Tante Mimi Strecke. Ich hoffe, die hat uns nicht in Ruin gestürzt. Warte, jetzt schalten wir mal hier um auf das hier, ne?
können oben rumfahren, das muss gehen. Das spart uns einiges an Geld vielleicht ein. So, und jetzt müssen wir noch nach Gütersloh, noch hier lang gucken. Diesen Halt brauchen wir. Wenn wir zwei lang fahren, dann brauchen wir den natürlich auch, weil da steht nämlich einer und da, dann haben wir schon ein Problem. Aber den hier machen wir weg. So, wir können das hier so machen, ne? So, das ist erledigt. Da ist noch ein Signal, das muss noch so weg. So, das sind jetzt Betriebskosten, die wir gesenkt haben. Aber das sind bestimmt nicht 400.000, schätze ich mal. Wir würden noch ein bisschen senken, wenn wir hier nachher das noch weitermachen. Aber da müssen wir erst die Züge für weiterfahren lassen. Kriegen wir aber auch hin, denke ich. Die werden sich eine neue Route suchen. Das bleibt alles so. Ja, fahren lassen, oder? Hier ist ja echt schon zu überlegen, ein Schiff nach da zu machen und diese lange Strecke weg. Weil das Einzige, was wahrscheinlich plus fährt, ist Schiffe, weil die keine Dingens haben, ne? Sag schon, keine Gleise haben oder sowas oder Straße. So, jetzt lass mal laufen. Pause raus. Wir gehen mal gerade ins Menü und gucken, das war 541 hatten. Ach so, jetzt sind hier Instandhaltungskosten natürlich die Abrüstung, Abrisskosten wahrscheinlich mit drin, ne? Nee, das sind jährliche. Was? Ach so, laufender Monat. Das heißt, wir haben 50.000 eingespart. Mehr ist das nicht. Gut, das wird dann sein, dass das nicht findet keinen Weg mehr. Wo ist er denn jetzt hier unterwegs? Da musst du oben rumfahren. Und das geht ja auch. Außerdem, wenn du keinen Weg mehr findest, ist ja nicht schlimm, weil dich muss dann mal komplett aus. Wenn du nämlich da lang fahren willst, nur noch wartet. Das kriegen wir auch noch auf die Reihe. Bad Zwischenahn, Gütersloh. Hä? Ach so, da muss hier nur ein Signal irgendwo noch im Weg stehen. Wahrscheinlich das da. Jetzt müsste er fahren, oder? Aber, ja, jetzt fährt er auch. Dann ist das gelöst. Das kann weg. Und hier können wir noch weiter abreißen. Muss in meinem Fahrtrichtung abgerissen werden. Der ist zu überlegen, ob wir den nicht rausnehmen, weil die Strecke müssen die dann da hinten. Na klar, nehmen wir den raus. Warte mal, machen wir nochmal Pause, bevor die unterwegs sind und wir nicht mehr wissen, wo sie sind. Fahrzeug ausmustern, dann ist es nämlich leer und hier hinten war noch einer, den hatten wir ja auch gehabt. Der fährt nämlich schon hier irgendwo lang wahrscheinlich. Bad Zwischenahn, Königsbrunn. Wird auch ausgemustert, wenn er da ist. Weil das müssen die anderen Züge übernehmen und das ist auch dann effektiver wahrscheinlich. So. Die fahren jetzt da noch einmal lang, ne? Warte, den haben wir jetzt komplett schon fertig abgebaut. Hier müssen wir noch. Wieso der jetzt hier lang fährt, ist ja auch interessant, ne? Naja. So haben wir es gemacht jetzt. So, der eine ist auch aufgelöst.
Er hat uns noch ein paar Mark gebracht. Aber ob es insgesamt was gebracht hat, 525, ist definitiv zu wenig. Dieses hier sind 3 Monate und wir kommen nicht ins Plus, bin ich von überzeugt. Wir haben hier 91, das hatten wir schon, glaube ich, geguckt, und hier haben wir jetzt 111. Der Monat ist in 3 Tagen zu Ende. Wir kommen noch nicht mal mit dem Wert wahrscheinlich über diesen Wert. Also sieht gerade richtig schlecht aus. Seit 7 Monaten stand da gerade, ist hier überzogen. Wir haben jetzt einen Zug noch, der komplett hier rumfährt und hoffentlich nichts blockiert. Ah, hier sind noch ganz viele Ausweichen, da können wir auch noch welche von wegmachen, denke ich. Ja. Da können wir diese noch wegmachen oder die? Ne, machen wir diese weg. Ja, du solltest deinen Zug schon wieder, deine Linie schon wieder finden. Ich habe das Signal abgerissen. Oder ist es woanders? Nö, das ist hier. Fährt der? Hier brauchst du doch gar keinen Ausweicher, oder? Was hat denn der jetzt hier für ein Problem? Köln, Jena, Königsbrunn. Wie viele Fahrzeuge sind da drauf? Also, ich muss die Linie haben, um das zu sehen. Da ist nur einer drauf, das heißt, da können wir auch einiges wegreißen. Köln, Jena, Königsbrunn. Der muss doch fahren können, ne? Ah, hier ist, glaube ich, eine Stelle, wo man sieht, dass da kein Dingens ist. Keine Verbindung ist. Das ist wieder ganz gemein, ne? So sieht's aus. So, und jetzt. Na komm, das ist hier mit den Signalen wieder tricky. Da fährt ja nur einer. Das heißt, hier können die doppelten Weichen alle weg. Köln, Jena, Königsbrunn. Naja, das wird jetzt bestimmt demnächst voller, aber das geht jetzt erstmal so. Wenn überhaupt, wie gesagt. Die lassen wir, damit der da hinfahren kann und dann ja. So, der fährt jetzt auch wieder. Und hier fahren ja mehrere Züge, naja, da wartet schon einer. Obwohl, ja. Rein theoretisch ist das hier mit der Ausweiche. Ja, wenn der weg ist, machen wir die hier auch noch weg. Das ist dann so. Dann werden die Züge auch vielleicht voller, wenn die später fahren. Hier fahren, glaube ich, auch mehrere. Das passt auch erstmal so. Hier können wir sowieso nichts gerade ändern. Dem ist dann so. Wo sind jetzt hier die Züge überhaupt am Fahren? Ich sehe gar keinen. Da fährt einer. Und da unten fährt einer, okay. Und da steht einer, alles klar. Hier sind Doppelsignale, okay, dann könnte das auch sowieso klappen. Der fährt jetzt auf jeden Fall bis dahin, ne? So, was sagt die Lupe? Wie viel sind da überhaupt drin? 70 von 80, der rentiert sich ja gut. Der hat nur 9, der rentiert sich schon mal nicht so gut. Er steht jetzt hier im Bahnhof und fährt mit 6 zurück. Das ist nicht viel. Ja, das ist dann halt momentan gerade so.
Ja, und die Zahlen, die sind jetzt immer mieser. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und vielleicht sind wir in zwei, drei Folgen schon durch, ne? Jetzt haben wir hier gerade mal 100.000 weniger gekriegt. Und sieht nicht gut aus. Was hat der letzte Monat jetzt gebracht? Ah, der ist noch nicht mal durch. Wir haben immer noch November. 91. Ah, jetzt ist er gerade durch, oder was? Also jetzt ist die Zahl ganz groß, deswegen sehen wir hier die Zahl nicht. Die schweben gerade hier oben. Aber da sehen wir ja 96. Ja, das war sogar noch schlechter wie das. Das war hier allerdings schon wieder riesenschlechter Monat. Da war der ja schon richtig gut zugegen. Aber wir werden definitiv nicht irgendwo ins Plus kommen. Das ist das größte Problem. Ja, falls noch einer eine Idee hat, schreibt es in meine Kommentare und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ich weiß es auf jeden Fall momentan nicht. Ich gehe von aus, dass wir das nicht schaffen werden, das Kind hier zu schaukeln. Das wird nicht mehr klappen. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.